Ja, moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von So. Reiser. Le Gegner. Der uns jetzt schon seit der letzten Folge brutal therapiert. Wir wollen durch dieses fucking Labyrinth. Aber er lässt uns nicht. Kann ich nicht verstehen. Sehr unsympathisch, der Dude. Und ich habe nach wie vor absolut so gar keinen Plan, wo ich eigentlich hin muss. Aber wir hoffen einfach mal, dass wir jetzt in dieser Folge aus diesem Kacklabyrinth rauskommen. Ja gut, ganz ehrlich, wer konnte damit rechnen, dass ich an diesem fucking Rad drehen muss? Ich meine, ich bin Experte mit was am Rad drehen anbelangt, aber das konnte jetzt ich nicht ahnen. Okay, dann warten wir mal, bis dieser Holzkopf weg ist. Ich gehe mal lieber von der Tür weg. Ich habe das Gefühl, der riecht mich durch die Wand. Aber dieses Rad zu drehen ist auch echt schwer. Klar, dreht er völlig am Rad, kann ich verstehen, ne? Wenn ich hier die ganze Zeit auf und ab gehe, müssen wir ja auch angepisst. Ich habe das Gefühl, seitdem ich da ein bisschen am Rad gespielt habe. Der verarscht mich doch, Alter! Der verarscht mich! Das kann der nicht ernst meinen! Ich darf halt nicht an der Tür stehen! Holy shit! Ja, beruhig dich, Alter. Hör mal auf, solche Tür zu schnüffeln, du alter Wallhacker. Ey, habt ihr das gesehen, ey? Ich weiß gar nicht, ob ich fertig überhaupt erzählt habe. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, seitdem ich da ein bisschen an diesem scheiß Rad gedreht habe, patrouilliert der hier die ganze Zeit lang, der Spasti. Was ein hässlicher Mongo, Alter. Naja, hier oben bin ich ihn wenigstens los. Meine Fresse, ey. Ey, der kommt safe gleich wieder hier oben, Alter. Der ist so, ich glaube, ich muss einen Stockwerk drüber. Ich glaube, ich habe das Gefühl, der Feind ist oben. Was ein hässlicher Spasti hier. Ey, safe! Safe kommt diese Analkröte jetzt hier oben hin. Naja, Dude, ist die Frage, ist das Ding hier abgekapselt von dem Rest? Weil ich habe keinen Bock, den Spasti jetzt hier mitzunehmen, ne? Das wäre halt schon uncool. What? Oh, you made it. This is much better. Let's see if we can't get this thing moving. Wait, what?
Safety locks are blocking the vessel's release. Are you kidding? How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. Maybe there's an override or something. There's monsters out there, like the ones we saw at Landa. The more reason to get going. What? Come on, you know the drill. Don't look at them or get too close. It'll mess with your circuits. Ah, shit. We need to get out of here. I know, I know. I'm going. Sag bloß. Hätte ich jetzt absolut für unmöglich selbst abschätzen können, dass wir echt hier raus müssen. Das war ja so überhaupt gar nicht abzusehen. Aber wenn der Typ ja schon so raushaut wegen den Monstern und so, dann müssen wir doch jetzt wieder auf eine Ebene mit dem. Ich schwöre, wenn dieser hässliche Bastard jetzt hier oben ist, Alter, dann drehe ich am Rad. So wie gerade. Ey, der Heslon ist halt original hier oben, Mann. Hat der einen Peisender im Arsch oder was ist los mit ihm, ey? Kann doch nicht wahr sein. Ne? Naja, auf zur zweiten Runde, würde ich sagen. Die Sounds in dem Game machen mich kirre. Der klingt so, als wäre der exakt an dieser Stelle hier. Aber ich habe halt keine Glitches hier im Bild, deswegen kann der nicht da sein. Ja, jetzt ist er da. Boah, Alter, ich dachte gerade, das Blaue wäre er. Boah, er ist ja unfassbar. Also der Typ geht mir ja brutal auf die Klötze. Oder sind das mehrere? Kommt jetzt in den Raum und denkt sich so, Die Tür, die war doch gerade eben noch ganz zu. Ich muss da erstmal nachgucken. Der kommt halt wirklich hin. Ich schwöre, der riecht alles. Der riecht alles, der sieht alles. Er ist ein Bastard. Ohne Scheiß. Aber der ist, ich muss scheinbar auf jeden Fall irgendwo links lang. Weil der Hoden links patrouilliert. Ne? Und wir wissen ja, nach alter Weisheit, diese Bauernregel, dort, wo der Feind häufig lang spaziert, dort muss man hin.
Au je, da kommt er. Wo kann ich die Kacke nicht einfach ausmachen? Ne? Der Fernseher, der ist so ultra nervig. Ne? Komm nicht in den Raum. Komm nicht in den Raum. Okay, so ist gut. Ey, du verarscht mich doch. Wie soll ich bitte? Wie soll ich denn in den Raum reinkommen? Der macht mich doch sofort fertig, Alter. Der macht Wrestling mit mir. Holy shit. Der macht erst die Batista-Bomb mit mir, Alter. Dann macht er Tombstone. Dann macht er den 619. Und dann finisht er mich komplett. Das ist doch nicht sein Ernst, Alter. Ja, natürlich steht er genau dann da. Und natürlich guckt er genau dann, wenn ich gucke, durch diesen Spalt. Er kommt schon wieder. Ich kotz ihm gleich ins Gesicht. Oh, ist sehr nervig, der Dude. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Wie soll ich dann in diesen Raum reinkommen, wenn der Typ nichts Besseres zu tun hat, als andere und direkt da vorne zu sein, wenn ich im Raum bin? Okay, er geht weg. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe dieses Prinzip nicht. Wie ich in diesen Raum reinkommen soll, wenn der Typ da patrouilliert wie seine Oma. Der läuft jetzt hinter uns. Ich glaube, diese Stelle war eine dumme Idee. Er steht hinter uns. Er steht sowas von hinter uns.
Okay, er ist zurück im Raum. Die Frage ist, kann ich ihn vielleicht dahin... dahin beten? Ich habe deinen Schatten gesehen. Ich komme da nicht hin. Alter. Wie soll ich denn da hinkommen? Das Ding ist, ich kann ihn halt nicht mal irgendwie baiten. Ich kann halt nicht irgendwie einen Stuhl da hinschmeißen, dass er dann sagt, oh, da muss ich mal gucken gehen. Und dass ich dann andersrum rennen könnte. Nein, das funktioniert halt nicht. Da kannst du auch nicht lang. Ich bin mal gespannt, was er mit der Tür macht. Die Tür hat er aufgemacht. Das ist nett von ihm. Ey, ich muss in diesen Kackraum rein. Ich muss in diesen verschissenen Raum und ich habe keine Ahnung, wie ich da lebend wieder rauskommen soll. Hi, na? Wie soll das funktionieren? Also die Regel besagt, ich darf ihn nicht anschauen oder ich sollte ihn nicht anschauen. Das würde ja in der logischen Konsequenz heißen, ich müsste jetzt bin ich sowas von am Arsch. Jetzt kommt er wieder. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass ich rückwärts hier rein muss. Guck mal einer an.
Deswegen hat der da patrouilliert. Wie so ein Schimmelkopf. Oh, hier, jetzt bitte aber nicht auch nochmal einer. Das sind mir eindeutig zu viele Räume hier oben. So, warte mal, die hat doch irgendwas von Haken erzählt. Ich hätte ehrlich gesagt das dringende Bedürfnis, mich zu heilen. Oh Gott, jetzt bin ich über dem Vieh, ne? Ja, aber der sieht mich ja nicht. Der kann mich ja hier oben nicht kriegen. Ah, okay. I see it. Even know what direction we're going in. Don't worry, I'm hooked up to the navigator. We're headed for Theta, should be a matter of minutes. I thought I was done for back there. Seems like the WoW is keeping the Curie from going into a catastrophic failure state. I mean, how did it get on the ship? Are you talking about the black tentacles in the engine room? I've seen them before at Upsilon. What are they? They're a manifestation of a malfunctioning station-wide artificial intelligence called the WoW. Station-wide? So we just made a powerful enemy. No, no, it's not like that. The AI isn't a persona. It doesn't feel or think like we do. It's more like a cancer. Was that the ship? Looks like your sabotage worked better than expected. Brace for impact! Hold on, the blast just pushed us off the plateau! What does that mean? If I don't hit Delta, we're dead. Oh, sehr nett. Hört man doch gerne. Ohne Witz, als ich oben die Kabel rausgezogen habe, wusste ich, Dicker, das wird niemals safe einfach ohne Probleme funktionieren. Ja, und dann kommt der Spaß wieder an, Alter. Können wir jetzt vielleicht mal wieder freundlich gesinnte Menschen hier treffen? Das Ding sieht aber auch schon mitgenommen aus. Gut, Leute, ich würde sagen, das ist doch ein wunderbarer Cliffhanger für die nächste Folge. Na? Ihr wisst Bescheid. Bis dahin. Haut rein. Cheerio.